Hallo, Hallöchen. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mal wieder ein ganz besonderes Video. Heute möchte ich mitteilen, dass ich hier Botschafterin bin für Molson Shapes. Ab heute bekommt ihr einen Gutscheincode Sandra10 für 10% für die tollen Formen von Molson Shapes. Schaut mal gern vorbei. Ich verlinke sie euch und diese Engelform ist aus der Weihnachtskollektion. Die ist ganz neu. Sind sechs wunderbare Engelchen und ich möchte das jetzt mal hier für euch gestalten in vielleicht außergewöhnlicher Farbkombination. Und zwar mit den Resin-Inks von der Stefanie Etter und mit dem Ultracast, das ist das Harz von Stefanie Etter auch. So, ich mische mir dann die Farben noch. Ich möchte mal Crushed Ice Effekt machen und dann verwende ich die Farben Mango und Elderberry. White Crystal ist meine Basis für das Weiß und es crackelt hoffentlich dann gut. Und als Glitzer nehme ich jetzt hier eine mutige Mischung zwischen Coppery Gold und Charcoal Grey Holo von der Laura, von Laura's Art Corner. Ich denke, das ist hier eine interessante Kombination. Das war jetzt spontane Entscheidung mit Lila und Orange, mit Elderberry und Mango. Ich teste das einfach mal aus. Ich mische mir meine Farben und dann geht der Guss schon los. Ich habe jetzt hier so einen komischen Silikonbecher. Das ist irgendwie ein bisschen, ja, bei uns im Schwabenländle sagt man lommelig, so komisch wabbelig. Ich habe es ziemlich voll gemacht. Jetzt brauche ich erstmal eine Basis für mein Weiß, wo für alle Engel reicht. Möchte ich das Kleid gern in dem Weiß gestalten. Also den unteren Teil. Weiß nicht, reicht das? Ja, ich gucke mal, ob das reicht. Und dann brauche ich ja noch einmal für das Elderberry und einmal für das Mango auch eine Mischung. So, ich habe keine Ahnung, wie viel ich da benötige. Ich kann mir ja noch ein bisschen Klares übrig lassen. Ich brauche hier auch noch was für den Glitzer. So, bei uns piepst draußen, irgendjemand fährt rückwärts. Ich hoffe, das hört man nicht so arg. Das Glitzer. Glitzer brauche ich für die Flügel und den Oberkörper, habe ich mir überlegt. Also, ich mische das alles mal zusammen. Die Farbe immer kurz gut schütteln. 1, 2, 3, 4. Ich gebe mal 4 Spritzer von dem White Crystal rein. Hier weiß ich nicht genau. Ich mache das meistens in Tropfen. Also 10 Tropfen mal rein. Ich weiß ja nicht, wie das rauskommt von der Intensität. Das geht mir mal schwer, wenn man die Weile nicht aufmacht, dann krümelt es so. Müsst ihr ein bisschen aufpassen, immer, dass ihr euch das nicht ins Harz reinmischt. Es passiert einfach, das trocknet einfach aus. Müsst ihr mal vielleicht alle wieder mal auf einmal reinigen. Ich mache aus 10 Tropfen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es gibt jetzt hier Weihnachtsengel in Lila und Orange. Es können aber auch Engel für alle Gelegenheiten sein. Ich denke, jeder, der mal so ein Engelchen geschenkt bekommt, der freut sich riesig und die sehen wirklich toll aus. Also, jetzt fange ich mal an, das zu rühren. Es gehen die Motorsägen. Bei uns war gestern ein bisschen Sturm im Ort. Es liegen mega viele Äste rum. Es sieht aus furchtbar. Und ja, also wir hatten jetzt hier noch Glück. Manche Dächer hat es ein bisschen abgedeckt. Bei uns im Haus war kein Schaden, Gott sei Dank. Aber jetzt hört man halt Geräusche und bei so einem Wetter muss man einfach hier das Fenster auflassen. Genau, ich hoffe, das stört nicht zu sehr. Also, ich mische das jetzt alles gleich nochmal gut durch. Gebe dann hier von dem Glitzer in den dritten Becher. Und ja, dann hole ich euch wieder dazu, weil das Zusammenmischen, das braucht ihr ja jetzt hier nicht so anschauen. Das braucht seine Zeit. Aber ihr wisst, was ich reingemacht habe. Da ist jetzt hier ein Fussel drin. Krümelchen, keine Ahnung, wenn da kommen. Gut, Glitzer gehen wir da noch rein. Ich kippe das einfach mal so. Coppery Gold. Oh, es ist hier statisch geladen. Ich gebe einfach mal so viel rein. Und das habe ich ja schon öfters benutzt, Charcoal Grey Holo. Ich finde, es sieht wunderbar aus. Ich hoffe, das beißt sie nicht zu sehr. Aber manchmal kann man ja auch mal mutig sein.
nicht warm. Also mal an das zu rühren. Und dann hole ich euch auf jeden Fall dazu, wenn ich gieße. Ja, ich denke, das reicht. Es muss ja nicht so vollflächig glitzern. Okay, also ich bin fleißig, rühre mal und dann schauen wir mal, was wir weiter draus machen. Bis gleich. So, jetzt geht's mal los. Ich habe jetzt alles gut durchgemischt, hoffe ich. Ich fange mal an mit dem Glitzer. Ich gebe jetzt da hier in die Flügel ein bisschen rein. Und in den Kopf. Also wenn es nicht reicht, kann ich nochmal nachmischen. Mache ich mal drei Engel hier. Ja, ich habe das Ultracast verwendet. Das ist für den Effekt super. Mit dem dickeren Harz komme ich dann nur zurecht, wenn ich Pigmentpulver nehme. Hörtlers Pigmentpulver oder so. Und beim Ultracast benutze ich auf jeden Fall die Resin Inks. Die reichen da von der Stärke her. Normal crackeln die schön durch. Aber ja, ich hatte jetzt auch schon einen Fehlversuch. Das hat ganz komisch ausgesehen. Die Engelchen sind nicht schlecht geworden, aber nicht so, wie ich es eigentlich vorgehabt hätte. So, mal schauen, ob das für das andere auch noch reicht. Dann mache ich jetzt einen Engel nach dem anderen. Damit das Weiß zügig arbeiten kann, gebe ich es hier unten in das Kleid Weiß rein. Dann mache ich jetzt immer die ersten drei Engel mit. Erstmal mit dem Lila. Und dann den Orangeton rein. Mal sehen, wie es wird. Keine Ahnung, ich hoffe, das funktioniert. So, eigentlich geht es dann ganz schnell. Nächste Engel, auch wieder hier unten das Weiß. Dann das Lila. Und das Mango-Orangeton. Kann man so ein bisschen auffüllen. Ja, mal schauen, ob meine Mischungen reichen. Dann den dritten Engel. Ihr seht, es geht eigentlich ganz zügig. Kleidchen. Ihr könnt es auch ganz weiß machen. Ich möchte aber so ein bisschen einen Effekt haben. So, da. Und das Orange. Man könnte vielleicht noch mehr auffüllen, aber ich habe das jetzt mal so gemacht. Ihr seht, das Weiß fängt schon ein bisschen an zu arbeiten. Ich hoffe, das funktioniert, dass sich die Farbe unter dem Weiß durchschlägt. Bei den unteren mache ich das jetzt erst mit Orange und dann mit dem Lila, aber vielleicht mache ich das komplett mit Weiß. Also mal schauen, ich gebe jetzt erstmal wieder den Glitzer für die Flügel rein. Ich glaube, ich komme gut hin mit meiner Mischung. Vielleicht reicht es mir. Ich will dann ungefähr nachmischen, dann wird es dann doch nicht so. Wobei, ich habe auf jeden Fall noch klares Harz übrig und ich mache mir einen Restiguss. Ich finde es nämlich voll schön. Ich habe zwei Formen, zwei Schnecken. Das sieht so süß aus. Und da gieße ich den Rest rein und gestern hat es eine kleine und eine große gegeben und ja. Da hatte ich Gelb und Rot verwendet und den Rest einfach in die Schnecken reingegossen. Die waren echt niedlich. Aber das ist keine Form von Mützenschäfer, das ist einfach so eine kleine Resteform. Genau. Ich habe jetzt hier noch ein bisschen Glitzer, aber ja, ich mische mir nachher nochmal was an. Für meinen Rest. Ach ja, ich bin eigentlich hingekommen, seht ihr. Es ist eigentlich leer. Ich brauche ja wieder von daher. So, jetzt kommt das Weiß. Oh, da ist was drin. Na, was ist denn da drin? Schwarzer Punkt. Was ist denn das? Mal kurz mit Klebeband beseitigen. Keine Ahnung, vielleicht war das auch von den Resin Inks. Was da irgendwie noch was dran war. So, jetzt gebe ich hier das Weiß hier rein, aber bis zum Kleid. Ich hoffe,
das reicht mir für alle drei, ich denke schon. Jetzt gebe ich auch das Orange rein. Und in das Orange, in das Mango, das Elderberry. So. Das Ganze ist hier noch ein bisschen verteilen. Das gleiche mache ich bei den anderen beiden Engeln auch. Also oben habe ich Luft gelassen und hier mache ich es komplett mit Weiß bis zum Glitzer. Ja, das reicht mir, glaube ich, noch. Dann aus das Orange. Mach mal weiter unten das rein. Und das Elderberry. Könnt ihr einfach schön ein bisschen aufgießen. Ja, ich glaube, ich komme genau hin. Ich muss mir für meine Resteform da nochmal was anmischen. So, es bleibt nicht viel übrig. Ja, super. Egal, das ist gut, wenn ich es jetzt hier gut im Griff hatte. So, das Orange. Und das Lila. Ja, ein bisschen voll. Aber es verteilt sich noch etwas. Oh, ich hoffe nicht, dass ich jetzt übergossen habe. Das ist immer blöd. Ist wirklich hier viel. Oh, das ist echt sehr viel geworden. Mei, das ist am besten. Ja, es ist mir rausgelaufen. Ah, Mist. Ja, das kann passieren. Wo mache ich das jetzt raus? Ich muss es irgendwo rausmachen. Ja. Ein Engel ist vielleicht versaut, wer weiß. Ich versuche das hier ein bisschen. Da kommt schon das Orange durch. Aber es ist einfach zu voll. Mist, jetzt habe ich das bei den anderen gut geschafft. Hier war es jetzt einfach nichts. Ja, jetzt haben wir halt einer, der ist ein bisschen anders. Aber ja, egal. Passiert. Kann jedem passieren. Bin ja auch nicht unfehlbar, um Gottes Willen. Vielleicht kommt da was Gutes dabei raus, wer weiß. Aber hier läuft es auf jeden Fall raus. Das ist echt nicht so toll. Okay. Naja, also gut. Ich denke, soweit ist okay. Hauptsache, ne, das läuft noch ein bisschen. Also immer aufpassen, dass ihr da nicht übergießt. Vielleicht sieht man es nachher auch gar nicht mehr. Das Muster macht ja sowieso ein bisschen, was es will. Genau. Okay, das war jetzt hier mein Guss. Faszinierend. Also hier habe ich ja wirklich Platz gelassen vom Weiß her. Hier habe ich voll aufgegossen, da ist es auch in die Flügel gegangen. Das sieht auch total interessant aus. Das Einzige, was ich mache, sind hier am Übergang hat es immer so Bläschen. Die mache ich ein bisschen mit dem Feuer weg. Okay, also, das war mein Guss. In der tollen Form von Molds & Shapes. Vergesst nicht Sandra 10, da bekommt ihr 10% auf alle Formen. Und ja, das ist so ein bisschen voll hier. Mist, Mist, Mist. Genau, 10%. Und ich hoffe mal, dass einigermaßen gutes Ergebnis rauskommt, dass ich euch dann präsentieren kann. Und ja, bin mal gespannt, wie die Farbkombination rauskommt. Also, ist schon vielleicht mutig. Lila und Pink. Lila und Orange, Entschuldigung. Aber ja, ich fand es jetzt eigentlich gar nicht so schlecht. Glitzer habe ich kombiniert. Probiert es einfach mal aus. Es muss ja nicht immer 0815 sein. Es kann ja einfach mal auch von der Norm abweichen. Ja, ich hoffe mal, dass es gut wird. Sonst habe ich ein Problem. Aber der ist jetzt halt hier ein bisschen missraten. Aber ich mag dich trotzdem, kleiner Engel. Genau. Okay, und das Lila sieht ziemlich dunkel aus, aber wie gesagt, am Schluss zählt man zusammen, schauen wir mal, was rauskommt. Und ja, hier drunter sieht man schon das Orange, dass sich das irgendwie durchschlägt. Ja, auch hier ist interessant, wenn es da so runterläuft. Mega cool. Okay, also ich mache jetzt meinen Resteguss in den Schnecken und dann sehen wir uns zum fröhlichen Ausformen. Drück mir die Daumen, dass es funktioniert. Ciao mal. So, hallo Ausformzeit.
ja, es hat sich jetzt ein bisschen vielleicht noch was verändert, man sieht gar nicht so viel. Ich wollte es mal, oh, es ist noch weich. Zwei Engelchen möchte ich gerne ausformen. Und den Rest, dass sie noch gut durchhatten. Ich kann es nicht erwarten. Ich muss vorab das schon mal machen. Weil ich muss nachher zur Arbeit und das ist mir so lang. Ich bin so neugierig und ja, möchte einfach wissen, ob es funktioniert hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Es ist wirklich noch sehr weich. Oh ja, sehr schön. Seht euch den Craggle an. Hier ist ein bisschen transparent. Seht ihr das? Weil ich habe das ja hier intransparent aufgegossen. Oh, ich hoffe, die anderen sind genauso. Jetzt mache ich mal den hier noch. Da hatte ich das ja voll weiß gegossen. So. Oh, so weich. Hilfe. Oh Gott, ich hasse es. Man sollte einfach warten, aber bei dem Hobby Geduld zu haben, ist echt schwierig. Ja, hat auch funktioniert. Ah, da hatte ich jetzt hier schon ein bisschen transparent. Da hatte ich nicht ganz, ich glaube, das Kleid nicht ganz hoch gemacht. Ich weiß gar nicht mehr genau. Aber auf jeden Fall bin ich total zufrieden. Oh, Gott sei Dank. Seht euch den Glitzer an. Yeah. Den Rest forme ich dann nachher aus. Und nehme euch aber mit dazu. Ich lasse die jetzt auf jeden Fall noch ein paar Stunden liegen. Prima. Auf jeden Fall sind die schön geworden. Oh, ich freue mich. Und mal was anderes. Also Orange und Lila, Elderberry Mango. Finde ich mega coole Kombination. Okay, ich forme später den Rest aus. Und dann schauen wir mal, was noch rauskommt. Ich denke, die sind so auch in der Art. Genau. Ach, prima. Cool. Also bis nachher. So, weiter geht's mit dem Ausformen. Ich kann das jetzt schneller ausformen. Die sind jetzt fest geworden. Gott sei Dank. Ein paar Stunden macht schon was aus. Hier wird er transparent. Ja, super. Oh, der Effekt ist ganz, ganz toll. Ihr seht, der Engel ist noch ein bisschen durchsichtig in der Mitte. Und das Kleid ist so mit dem Lila. Sind so ähnlich. Ja, wenn man ähnlich gießt, kommt es auch ähnlich raus, aber man hat nie Garantie. Nächste Engel. Ja, auch schön geworden. Ich finde es so schön. Seht ihr? Transparent. Bei den nächsten beiden habe ich mich ja bemüht, dass es voller ist, dass mehr Weiß drin ist. Oh ja. Schön. Oh, da habe ich leider ein paar Bläschen entdeckt, habe ich gesehen. Ja, passiert. So. Und der letzte. Der übergelaufene Engel. Naja, vielleicht ist es auch gar nicht so schlimm. Ja, ein bisschen sieht man schon. Ja, aber ich habe so viele Bläschen, ich hätte föhnen sollen. Das war jetzt mein Fehler. Also gut, dass ihr das seht. Geht einfach mit irgendeinem Werkzeug außen rum oder föhnt drüber und dann spart euch die Bläschen. Genau, ich muss dann entweder durmen oder wie auch immer. Auf jeden Fall bin ich sehr zufrieden. Hier sind die Engelchen nochmal in der Übersicht. Das war jetzt mein Video, mein Beitrag. Und mit der Ankündigung, dass ich einen Gutscheincode habe, Sandra10 bei Modes and Shapes. Genau. Ja, bei Etta habe ich auch Sandra10. Könnt ihr auch sehr gerne anwenden. Und genau. So, da bin ich jetzt stolz drauf. Prima. Okay, in meiner Beschreibungsbox werde ich es dann auch immer reinschreiben. Ich werde es nicht jedes Mal jetzt erwähnen. Aber ja, schaut auf jeden Fall immer mal vorbei. Da ist ein, ach, das ist ein Glitzer. Ich dachte, das ist ein Fussel, das ist ein Glitzer. Auf jeden Fall finde ich die echt schön. Seht ihr den Glitzer? Es ist immer nicht so leicht zum Einfangen. Aber ich finde es ganz, ganz toll mit dem Lila, mit dem Orange. Mega schön. Cool. Na, schauen wir mal, dass ich noch ein schönes Bild hinbekomme fürs Titelbild. Und dann freue ich mich natürlich wie immer über Kommentare, über einen Daumen hoch, über ein Abo. Wenn ihr Lust habt, sehen wir uns zum nächsten Video. Ciao.